Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Mods. Wir sind in der Folge 45 und wir wollen uns gar nicht groß lange damit aufhalten, irgendwelches Geschwafel von uns zu geben, sondern wir starten direkt in die Folge, stellen uns Blue Doped Wafer bzw. bestellen uns Blue Doped Wafer und Blue Alloy Ingots, denn wir wollen heute Energie für unser, zumindest am Anfang, für unser Red Power Smelting-System machen und mit dieser Anordnung, die ihr hier seht, Blue Doped Wafers, Blue Alloy Ingots, Kupfer, Eisen, bekommt ihr Thermopiles und diese Dinger sind im Prinzip, die nutzen die Fähigkeit zwischen Lava und Wasser, also die Temperaturunterschiede aus. Eis funktioniert auch, ist aber ein bisschen kompliziert. Ich habe da ein bisschen was gelesen dazu. Man kann im Prinzip sagen, ein Block Lava erzeugt 100 Hitze, ein Block Wasser erzeugt 25 Punkte Kühlung und wenn die Kühlung zu hoch wird, also zum Beispiel zu viel Eis, dann wird irgendwann Lava fest, wird zu Stein und wenn die Hitze zu hoch ist für das Eis, dann wird Eis irgendwann flüssig und somit dann auch nicht mehr sinnvoll. Deswegen gehen wir gleich von Anfang an mit Lava und Wasser an die Sache ran. Und das beste Verhältnis bei 25 zu 100 ist natürlich 4 zu 1. Und deswegen platzieren wir jetzt einfach unter unsere Thermopiles jeweils Lava mit unserem Vulcanite Amulet, überhaupt gar kein Problem für uns. Drüber platzieren wir jetzt die Thermopiles. Und jetzt müssen wir diese Thermopiles von allen vier Seiten mit Wasser umgeben und das machen wir natürlich so. So und hier noch ein und da machen wir jetzt überall Wasser rein mit dem kleinen Unterschied, dass das hier eins zu viel war, denn der sollte hier sein und da sein. Und dann machen wir jetzt überall Wasser rein und die Dinger produzieren jetzt schon fleißig Strom, auch wenn wir das noch nicht sehen. Aber das werden wir gleich sehen. Ihr seht, ich habe meinen Blue Alloy Wire hier schon mal hingelegt in die Nähe, denn wir machen jetzt was, was wir so ähnlich schon mal gesehen haben, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir es vielleicht sogar schon haben. Wir holen uns ein paar Blue Alloy Ingots, ein paar Stone Cover und wir haben sie tatsächlich noch. Blue Jacketed Wire, einfach hier drauf. Vielleicht muss ich die Tür ein bisschen höher machen. Und damit verbinden wir jetzt unsere ganzen Thermopiles. Nicht wirklich ein Problem. Ich würde sagen, wir platzieren vielleicht noch ein paar Cover hier über das Wasser. Nein, ich wollte es übers Wasser platzieren. Das ist natürlich jetzt unfein, weil wenn ich das so mache, dann verdränge ich das Wasser. Das möchte ich eigentlich nicht. Ach, auf der anderen Seite, wen stört's. Was wir jetzt auf jeden Fall sehen sollten, ist, dass wir hier nach und nach immer mehr Energie bekommen sollten. Denke ich zumindest. Hier sind wir etwa unter dem Strich. Die Energieproduktion hier ist nicht allzu fix. Solarzellen sind wesentlich effizienter. Wir kriegen hier etwa 1 Ampere, soweit ich weiß. Aber sie ist konstant, sie braucht kein Sonnenlicht. Sie ist passiv, das heißt, wir haben kein Problem. Und sollten somit in der Lage sein, hier etwas Energie für unsere Battery Boxes zu erzeugen. Wir sind jetzt hier auf dem Strich. Wo sind wir hier? Ja, ich glaube, hier sind wir jetzt auch ein Stückchen höher gekommen. Ja, auf jeden Fall ist gerade angestiegen. Also, und die zwei Battery Boxen balancieren sich im Zweifel auch aus, falls irgendwie da einer zu viel zu tun bekommen sollte. Was ich allerdings nicht denke. Ich bin zuversichtlich, dass das hier unsere Energieversorgung so weit abdecken wird, dass wir das automatische System hier unten auf jeden Fall benutzen können. Schön, schön, schön. So. Also, dann packen wir das ganze Zeug hier mal wieder weg. Und wenn ich mein Inventar aufgeräumt habe, dann treffen wir uns zum nächsten Dienst. So, wir sind unterhalb unserer Hühnerfarm. Denn eine Sache, die ihr mir gesagt habt, war, ja, warum machst du nicht hier einfach Wasser hin mit Schildern, um die Hühner dann sozusagen abzuernten und, och,
Ich fand die Idee ganz okay. Ihr habt gemeint, ich soll eine Obsidian-Tube benutzen, um das dann. Hallo? Wie soll das doch da reingehen? Um die Eier einzufangen und sie in die Kiste zu bringen. Aber ja, das hat so ganz gut funktioniert, denke ich. Hat er jetzt das Sarg eingesammelt? Na, ich hoffe es mal. Deswegen, ich habe den Transposer jetzt einfach ein Stück tiefer gesetzt. Werde jetzt dann mir mal neuen Schilder machen gehen. Und dann Wasser habe ich ja da. Und dann hoffen wir mal, dass das so funktioniert, wie wir das uns denken. Denn kann ich mir eigentlich schon Schilder bestellen? Das wäre natürlich auch praktisch. Die sind immer so blöd im Inventar. Nee, kann ich nicht. Na egal. Jetzt mache ich da jetzt kein Hackmeck drum. Da machen wir jetzt kein Hackmeck drum, hä? Wir werden ja wohl Platz für 6 Schilder im Inventar haben. Vorausgesetzt, ich kriege irgendwann mein Holz. Keine Lust, hä? Meinst du wieder, du hast nicht genug Planken oder was? Ich hätte gerne 36. Missing tot. Also langsam. Das ist. Das ist doch zum aus der Haut fahren. 17,4. Okay, das ist mittlerweile alles 17,4er Holz. Wo sind meine Wooden Planks? Ich nehme jetzt alle Wooden Planks hier raus. Und bestell mir jetzt gefälligst hier nochmal ein paar. Missing Tools. Du willst mich doch sowas von ärgern, oder? Vor allem ist es egal, wie viel ich bestelle, es fehlen immer zwei. Weg. Naja, wobei. Wir löschen einfach diese Crafting Pipe. Mit dem normalen 17er Holz. Nein, nein, nein. Gibt's nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Ich möchte stinknormale Planks und ich hätte sie gerne aus dem 17-4er. Das ist denn so schwer? Mann, echt. Also mit den unterschiedlichen IDs für gleiche Sachen kommt das System auf jeden Fall noch nicht so gut zurecht, muss man mal so sagen. Für 5, 6. Super. So. Und ich frage mich, wie ich jetzt auf 6 Schilder gekommen bin. Ich brauche natürlich 9. Das heißt, ich brauche nochmal 12 Holz. Und 3 Stöcke. Gibt uns 9 Schilder. Gut, dann versuchen wir mal, das in die Tat umzusetzen. Wenn ich weiß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss ich die einfach nur voreinander platzieren. Etwa so. Ich habe das selbst noch nie gemacht, aber ich habe das schon ein oder andere Mal gesehen. Auf diese Art und Weise sollte ich jetzt mit meinem Evertight Amulet, wo auch immer das ist, hier, sollte ich jetzt hier ein Loch einschlagen können. Und jetzt fallen mir natürlich die ganzen Hühner entgegen, aber die verfrachten wir nachher einfach wieder nach oben. Vorausgesetzt, sie lassen mich. Okay, wir fliegen jetzt hier einfach mal rein. Machen hier einen hin, machen da einen hin, machen die zwei noch weg. Und auf die Art und Weise sollten wir. Gut, in der Mitte haben wir keinen Transposer, das belassen wir einfach mal dabei. Wir haben hier auf jeden Fall mal zwei Hühner drin. Das ist gut. Und die anderen werde ich jetzt töten müssen. Komm her. Das heißt, wir machen das einfach so. Wir gehen mal aus der Reichweite von den zwei, die da drin sind.
Ehrlich gesagt mag ich das nicht so, wenn ihr wegrennt. Muss ich mal so sagen. Da ist auch noch eins. Und da hinten. Die haben sich ganz schön schnell ausgebreitet. Kaum lässt man sie frei. Da ist doch bestimmt noch irgendwo einer. Das waren jetzt aber nicht meine zwei von da drin, oder? Nein, sieht nicht so aus. Komm her. Ich möchte euer Fleisch. Komm her. Komm her. Kommt her, ihr zwei. So, wir haben hier noch zwei drin, die da jetzt gemütlich rumflattern. Die Eier sollten theoretisch einfach hier durchfallen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Züchten jetzt noch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir hätten übrigens auch Enten züchten können. Das hätte für meine Zwecke auch funktioniert. Ich bin nämlich hauptsächlich an ihrem Fleisch interessiert. Aber ich dachte mir, ein gewisser Grundbestand wäre schon mal nicht schlecht für den Anfang. Und zwar werde ich mir dann in Zukunft einfach noch ein neues Schwert machen, beziehungsweise so machen wir jetzt sowieso gleich. Das ich dann zwar verzauber, aber bei dem ich dann auf den Schadenseffekt verzichte, also diesen Kettenblitz, weil, ja, das macht das Töten von den Viechern doch etwas umständlich, muss man mal so sagen. Okay, die können da eigentlich wieder zu mir kommen. Und euch wieder in der roten Tasche verkrümeln. Das da rein. Und dann müssen wir jetzt mal kurz überlegen, was ich gerade machen wollte. Genau, ich wollte mir mal hier so einen Stack Weizen besorgen. Und mal hier so einen Stack Eier rausnehmen und einen Stack Weizen reinschmeißen. Beziehungsweise ein bisschen mehr als einen Stack. Vielleicht brauchen wir nicht ganz so viel. Vielleicht reicht der. Die Eier, was machen wir mit den Eiern? Ah, ich weiß, was wir mit den Eiern machen. Das könnten wir theoretisch auch machen. Und zwar, wir sind ja an einer größeren Hühnerpopulation interessiert. Und wir wissen ja, wenn wir denn dann mal Glück hätten, dass man Hühnereier werfen kann und mit etwas Glück dann Küken bekommt. Könnte man auch noch automatisieren, wenn ich mir das recht überlege. Das sind ja doch ganz schön viele. Aber vielleicht möchte ich auch einfach ein paar Eier haben. Weiß man ja nie so genau. Das sind echt eine Menge Eier hier. Ihr wart ganz schön fleißig in der Zeit, wo ich jetzt hier nicht war. Muss man mal so sagen. Okay, ich tauche mal ab. Sag mal, ist da einer abgehauen? Einer ist gut. Zwei, drei. Komm her. Du brauchst... So. Das mit dem Abhauen hat sich jetzt mal ganz schnell erledigt. Küken. Du machst mir nur meine Welt seltsam. Hab ich gar keine Lust drauf. So, gleich sind wir durch. Hoffe ich zumindest mal. Irgendwann müssen wir mal keine Eier mehr haben. Wie viele Eier haben wir denn noch? Jetzt reicht es aber langsam bald. Ja, der letzte Stack. Wunderbar. So. Sind nochmal welche abgehauen? Nicht wirklich. Und mal ganz ehrlich, das ist schon ein sehr massiver Pool da drin. Okay. Also, ich verzichte jetzt auf weitere Kommentare. Denn wir haben ja wieder meinen Blades, genau. Und ich würde euch gerne ein paar der neueren Sachen zeigen, die ihr münzen könnt. Und außerdem würde ich sagen, wir holen uns vielleicht mal wieder noch ein paar Teile der Rüstung. Und ich sehe gerade, ich sollte mal mein Zeug laden und reparieren.
Aber als allererstes wollen wir uns ein neues Schild holen. Nein, nein, falsche Tasten. Shield. Und da haben wir sie auch schon alle. Ihr seht, die Form der Schilder hat sich geringfügig geändert. Die Diamantschilder haben jetzt hier so. Naja, gut, also die Form ist halt anders. Wie soll ich das kurz beschreiben? Und da ich ein Diamantschild haben möchte, muss ich mir jetzt irgendwas suchen, was zu diesem komischen Diamantfarben passt. Ich meine, das Beste, was natürlich passt, ist das Cyan. Das ist, klar, ich meine. Oder einfach nur Diamant pur. Aber vielleicht Light Gray sieht auch nicht so schlecht aus. Light Blue. Der Rest, ich finde den Rahmen, der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich würde sagen, wir nehmen Light Blue. Light Blue. Und wir haben gesehen, fürs Diamantenschild, das Rezept hat sich geändert. Holz in der Mitte und drumherum 16, nein, 6 Diamanten. 6 Diamanten. Also ein Holz bitte. Und 6 Diamanten habe ich selbst bei mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Gibt uns. Ich meine, ich könnte es mir jetzt auch einfach hercheaten, weil ich hatte ja theoretisch schon die Sachen, aber das. Nö. Nö, 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 nö. So, wir holen uns einmal Indigo und einmal Bone Meal. Müsste, soweit ich weiß, zusammen Light Blue geben. Genau. Und Schild und Light Blue Dye gibt uns unser Light Blue Shield. Wunderschön. Weiß jetzt nicht, ob das so. Ich finde, ich hätte ja gerne schwarz oder rot, aber das sieht so komisch aus. Ich finde, beim Goldenen sieht das zum Beispiel echt schick aus. Hier so das Rote aus Gold. Das hat schon Style. Vielleicht mache ich mir lieber das. Ich meine, ich benutze das Schild sowieso nicht so oft. Das ist eh nur so ein. Ach, was soll's. Wir haben's doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann gibt es morgen Rüben. Oder irgendwie so ging doch dieser komische Reim. Oh, und es ist ein Goldschild und das Diamantschild. Ich sollte dann irgendwann mir vielleicht mal wieder ein paar Klone machen, dann kann ich den ja mal hier super Ausrüstung verpassen. Wobei Schilder können die nicht tragen, bin ich mir ziemlich sicher. Was soll's? Also, wir haben ein rotes Goldschild. Das ziehen wir gleich mal an. Cool. Cool. So, dann wollen wir uns natürlich noch eine neue Waffe holen. Und habe ich ja gesagt, das nehmen wir da. Pff, ja, wieso eigentlich nicht wieder eine Diamant Roer Axe? Ich meine, was haben wir denn für Swords? Schwerter. Klar, wir könnten uns irgendwie ein cooles Fancy Schwert aus Equivalent Exchange oder aus Ruby Sword. Na, nee, oder? Ich nehme die Axt. Ja, ich nehme wieder die Axt. Ich die auch in Gold nehmen und Self-Repairing und. Nee. 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 Machen wir nicht. Also, zwei Stöcke und vier Diamanten kostet das Ganze. Nicht billig. Nicht billig. Braucht man bald ein paar neue Diamanten. Wenn ich das mal so sagen darf. Und das packen wir mal kurz hier rein. Das würde ich gerne wieder weg haben. Und zwei Stöckchen bitte. Und direkt davor stellen. Dann kriegen wir es auch gleich in die Tasche. Gibt uns unsere Diamond War Axe, die wir noch verzaubern wollen. So, jetzt haben wir natürlich hier die anderen Slots. Klar, ich könnte mir jetzt wieder eine Brustplatte und Helm und bla und hier und da und dort machen, um dann wieder wie ein Ritter auszusehen. Aber, ja, nö. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Okay. Allerdings hätte ich gerne noch einen sogenannten Quiver. Das ist einfach Leder, 7 Stück im Kreis. Also beziehungsweise in der U-Form. Und ein Quiver ist, falls ihr es nicht wisst, aus dem Englischen ein Köcher. Sobald wir den jetzt hier platzieren, kriegen wir hier Slots für Pfeile. Soll heißen, wenn wir jetzt uns mal hier ein Stack Pfeile holen. Okay, mehr haben wir anscheinend nicht mehr. Den Rest müssen wir wohl losgeworden sein. Ich weiß zwar ganz schnell, wie ich mir Pfeile machen könnte. Ach, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ihr mal keine Pfeile haben solltet. Ihr habt ja das Archangel Smite, ja?
wie wäre es, ihr schießt einfach ein bisschen auf den Boden, ja, R-Taste gedrückt halten und dann einmal drüber laufen und wo sind meine Pfeile gelandet? Habe ich die jetzt in der Tasche oder werden die automatisch? Könnte sein, dass die automatisch wieder zurück umgewandelt werden. Oder nein, haha, sie landen automatisch in meinem Köcher. Ist ja noch viel cooler. Also. Ja, ja. Denk dran, die sind nicht kostenlos, die kosten eben 10, aber so nahezu kostenlos. Und wir sehen, wir haben jetzt fast 4 Stacks Pfeile im Inventar. Beziehungsweise in unserem Köcher. Ich weiß gar nicht, ob man den von außen sieht. Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht mit den Sachen, die wir anhaben. Nö, sieht nicht so aus, als würde man das sehen. Aber wir nehmen uns dazu noch einen Bogen mit. Den Bow of Bones. Ich hoffe mal, dass das mit dem Ding hier funktioniert. Ja, wunderbar. Ah, jetzt! 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 Schön. Wir haben jetzt einen Bogen in der Hand. Und was steckt da hinten in unserem, in unserer Tasche? Ein Köcher. Sau schick, oder? Also bitte. Mal ganz ehrlich. Das ist doch einfach nur cool. Ja, finde ich zumindest. Was ihr findet, könnt ihr selbst entscheiden. So, und die letzte Sache, die mit dem neuesten Update dazugekommen ist. Capes. Ja, ihr wisst, Capes kriegt man normalerweise nur über besondere Sachen für seinen Charakter oder über Mods. Und für Mine & Blades gibt es jetzt eben auch Capes. Ich finde, das passt zu Rittern, oder? Meint ihr nicht? Und die gibt es hier in allen verschiedenen Farben. Und da wir jetzt ein rotes Schild haben, würde ich sagen, machen wir uns ein rotes Cape und dazu brauchen wir einfach nur 7 Wolle in der jeweiligen Farbe. Also dank meines Wollvorrates könnte ich mir theoretisch das aus jeder Farbe machen. Aber wir machen uns das jetzt aus der guten alten roten Wolle vom roten Schaf. Und Cape anziehen und cool aussehen. Denn tada, wir haben ein rotes Cape. Yay. Tada, noch das Schild dazu in die Hand. Und vielleicht mit einer anderen Axt sieht es vielleicht noch cooler aus. Und mit der kompletten Rüstung sieht es bestimmt richtig schön nice aus. Und ja. Ach, wenn ich mir das so überlege, was haltet ihr davon? Sollen wir uns mal kurz eine rote Ritterrüstung machen? Einfach hier die komplette rote Ritterrüstung und vielleicht noch irgendwie ein cooles Schwert in die Hand. Vielleicht machen wir uns ja das Red Matter Sword. Das wäre doch eine Idee, oder? Ah, ich finde, das muss jetzt einfach her. Also, ich erspare euch das, wie ich das gemacht, wie ich die herstelle, denn die habt ihr schon mal gesehen und ihr wollt ja bestimmt heute mal was anderes sehen. Deswegen mache ich das mal kurz außerhalb. So, und da sind wir schon beim letzten Teil der Brust, um nochmal zur Erinnerung, eine normale Ironbrust, eine Chainmail zusammen mit Wolle gibt uns das jeweilige Teil und Ketten bekommt ihr einfach Eisen 1:2. Kein Ding, überhaupt gar kein Problem. So, das ziehen wir doch gleich mal an. Schauen wir mal, wie unser Ritterchen dann so aussieht. Schick, aber was auf jeden Fall nicht passt, nein, ist die diamantene Axt in der Hand und deswegen helfen wir uns jetzt. Oh Gott, ist das lahm. Behelfen wir uns jetzt der Red Matter und wenn wir mal schauen, was können wir mit Red Matter so alles machen? Wir können alles Mögliche herstellen. Wir können unter anderem auch das Dark Matter Sword aufwerten. Und das ist einfach 2 Dark Matter und ein Diamant. Das ist kein Problem für uns. Denn wir schnabulieren uns hier einen Diamanten, hauen hier ein Stück Red Matter rein und greifen uns dafür 2 Dark Matter. Den Rest packen wir in unseren Kleinster. Diamant, Dark Matter, gibt das Red Matter Sword, ziemlich mächtig. Allerdings noch mächtiger ist das Red Matter Sword. Ziemlich starkes Teil, haut ordentlich rein. Kann noch so ein paar Sachen, kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber jetzt ziehen wir das erstmal an. Und jetzt gucken wir mal, wie wir so aussehen. Ah, ist von hinten auf jeden Fall schon mal schick. Wenn ich das mal so sagen darf, hier mit dem Cape finde ich wirklich klasse. Die Kombi ist cool. Gold und Rot. Und von vorne die perfekte Kombination mit dem Red Matter Sword, was eben auch so goldrot ist. Und ich glaube, damit jemand aufs Maul holen,
Da gibt's schon. Das könnte schon interessant sein. Doch, doch, also. Ich stelle mir vor, ich spiele jetzt auf dem Multiplayer-Server und die Leute haben alle Ritterrüstungen an. Das passt. Also ich finde, die Mod ist eine der, die auf jeden Fall mit am besten zu Minecraft passen und wo man sich immer wieder fragt, warum ist das nicht drin? Warum ist sowas nicht drin in Minecraft? Warum haben wir keine gescheiten Rüstungen? Vor allem mit verschiedenen Farben und Schilder. Ich meine, ganz ehrlich, Schilder. Ist doch so selbstverständlich. Übrigens, ich sehe gerade, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, wenn wir auf den Köcher wechseln, hier unten in der unteren Ecke seht ihr die aktuelle Anzahl der Pfeile, die ihr noch habt in eurem Köcher. Also auf jeden Fall auch sehr schick. Super Sache. So. Ja, wenn ich mir jetzt schon Red Matter Sword gemacht habe, ganz ehrlich, dann behalte ich das jetzt auch an. Dann packe ich die Axt hier weg. Aber die anderen Sachen, die ziehe ich wieder um. Denn da können wir auf jeden Fall was anderes gebrauchen. Wo sind meine Schuhe? Da sind meine Schuhe. Also die Hosen brauche ich, die Schuhe finde ich ganz cool. Lapack und Goggles of Revealing. Naja, die brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Was ich jetzt vorhab. Gehen wir so. Naja, das sieht doch fast gut aus. Die Quantum Suit sieht man fast gar nicht. Den Quantum Suit sieht man doch fast gar nicht. Aber trotzdem gehe ich jetzt mal aufladen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis denn. Und wir sind mal wieder da, wo wir schon eine ganze Weile nicht mehr waren, in unserer Thorncraft Area, denn wir wollen noch unser ganzes Zeug reparieren, was wir noch so bei uns haben. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das im Vorhinein nochmal zu reparieren. So, die Sachen brauchen wir auch nicht unbedingt. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ein paar Kristalle abernten. Da dürfte mittlerweile ganz ordentlich was gewachsen sein. Okay, hier nicht. Aber im Keller bestimmt. Okay, im Keller ist das hier nicht. Der Keller ist einmal klicken. Und dann sind wir schon im Keller. Und da haben wir doch den einen oder anderen Kristall, der sich in unsere Sammlung begeben möchte. Natürlich vollkommen freiwillig. Dann reparieren wir noch schnell das hier und schmeißen unsere Kristalle weg. Schauen wir mal, von welchen Kristallen wir denn jetzt am meisten haben. 53 Aqueous, 53 Taint. Gut, Taint ist nicht das, was ich brauche. Dann würde ich sagen, machen wir mal. Yay, bei uns gewittert es gerade ganz schön ordentlich. Ich hoffe, das stört euch nicht. Normalerweise sollte man ja beim Gewitter vielleicht zumindest, wenn es so nah ist, mal seinen PC ausschalten, wenn man nicht unbedingt eine Überspannung bekommen will. Aber hey, no risk, no fun. Ich weiß, ich werde diesen Spruch irgendwann bereuen. Nämlich genau dann, wenn es kein Fun mehr ist. Aber nein, da wollte ich dich nicht drin haben. Das hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht. So, denn. Denn, wir haben ein neues Schwert und mit dem wollen wir natürlich auch mal spielen. Aber bevor wir damit spielen gehen, ja, wieso nutzen wir nicht unser Teleportationsnetzwerk? Genau, wollen wir zu unserem. Und jetzt guck mal, hier die Gehirne, wie sie sich alle auf einmal zu mir herdrehen und wie sie mir vor allem alle folgen. Gut, wir gucken mal, können wir die verzaubern? Nein, leider nicht. Okay, das hatte ich mir schon fast gedacht. Allerdings wollte ich es auf jeden Fall mal probiert haben. Dann das wäre doch etwas übermächtig. Dann dieses Schwert ist verdammt stark. Sword Slay Aggro Mode, Slay All, Slay Aggro. Also wir können es auf jeden Fall aufladen und anscheinend können wir sogar einstellen, was wir gerne hauen möchten. Und wir nehmen jetzt einfach mal so einen hilflosen Hasen hier. Komm her. Komm. Oh. Hoppelhäschen hier, kann noch mal abhauen. Aber ich habe doch gerade noch ein Reh gesehen. Da ist ein Reh. Burp. Und mal eine dumme Frage: Warum kriege ich von einem Reh Öleimer? Ich würde mal ganz grob behaupten, dass es hier einen Item-Konflikt gibt. Aber ich habe ein Problem. Und zwar, ich kann für More Creatures die Item-IDs irgendwie nicht richtig einstellen. Also, ich kann sie nicht wählen. Und keine Ahnung, wo die Konfigurationsdatei ist, falls das jemand weiß. Naja gut, vielleicht habe ich es bis dahin auch schon selbst rausgefunden. Denn eigentlich müsste ich Fell bekommen. Es gibt nämlich, ist mir aufgefallen, seit dem neuesten Update gibt es nämlich Fur Armor, also Fell
Rüstung, nur ich glaube nicht, dass man die standardmäßig mit Öl macht. Nur mal so mein Gedanke. Ich schätze mal eher, dass der Hirsch Fell fallen lassen sollte und dann Fell draus wird. Das liegt halt daran, dass wahrscheinlich hier Oil Bucket die 4063 ist. Und wir sehen auch schon, hier hat sich beispielsweise More Creatures ein bisschen dazwischen gemogelt, weil wir haben hier Pet Food und wir haben die ganzen Sachen Heuzähne und die Sachen fürs Pferd und Unicorn Stuff. Das ist interessant. Und die Kroko-Rüstung. Und ich schätze einfach mal, dass da eigentlich normalerweise noch mehr kommen sollte. Ich glaube, Say ist auch von na, ihr wisst schon. Bone Amulet, Ghost Amulet. Ah, ich weiß, was das hier ist. Auf jeden Fall. Ha, cool. Coole Wurst. Das ist alles neu. Wie ihr sehen könnt, Sky Amulet. Bone Amulet. Und Detector Storage Tank ist ganz sicher falsch. Also, definitiv ID-Probleme hier. Item-ID-Konflikte, die sich nicht so leicht lösen lassen. Zumindest nicht in dieser Version. Schon gar nicht, wenn man die Konfigurationsdatei nicht findet, worum ich mich allerdings demnächst einmal kümmern werde. So, wir drehen das Schwert mal wieder ein bisschen runter, würde ich sagen. So. Wunderhübsch, wunderschön. Und ich würde mal sagen, wir haben uns mal ein bisschen, wir haben jetzt so viel gearbeitet, ich würde mal sagen, wir haben uns eine kleine Auszeit verdient. Und ich möchte jetzt einfach gerne ein paar Sachen basteln. Wir haben hier eine Mod, die nennt sich Tropicraft, die unter anderem für Bambus zuständig ist. Und ach, die gibt uns so nette Sachen wie diese Fackeln, die wir eben haben. Und außerdem können wir uns damit Strandmatten herstellen und Regenschirme, also so Strandschirme und Liegestühle. Und ich würde mal sagen, wir machen uns mal einen... Was nehmen wir denn für eine Farbe? Was gefällt mir denn? Vielleicht rot? Übrigens auch sehr interessant. Wir können Schnorchler machen. Ja, genau. Ich würde mal sagen, wir gehen mal eine Runde schnorcheln und bauen uns noch einen... Also hier zwei Glaspanels brauchen wir dafür. Und ein bisschen rote Wolle wäre wohl auch nicht verkehrt, wenn ich das richtig gesehen habe, für einen Stuhl. Hier sieht es mit dem Schirm aus. Also 3, 3... Und 3. Holen wir uns mal 9 Wolle. In Rot. Wieso nicht? Oder vielleicht noch 3 in Blau. Muss eigentlich alles einheitlich haben. So, ich würde mir gerne einen roten Strandschirm machen. Und dann würde ich sagen... machen wir uns... ein blaues, geht das nicht? Gab doch sowas bläuliches, wahrscheinlich ist das Cyan. Oder hellblau. Light blue, okay, also wir brauchen ein bisschen hellblau. Kein Problem, haben ja alles, haben's ja, wir haben's ja. Und gelb will ich auch noch, so. Dann machen wir uns mit den 3 hellblauen, die wir da haben, würde ich mal sagen, eine Schwimmmatte. Und, naja, wir wollen ja nicht den ganzen Tag im Wasser verbringen. Dann machen wir uns noch einen Strandstuhl. So, wie war das jetzt hier? So und so. Gibt uns noch einen Schnorchel. Und, och, wisst ihr was? Wir sind ja hier unter uns. Ja, und, wir sind ja hier schon, zumindest ich bin schon alt genug. Ich würde gerne auch noch einen schönen Cocktail dazu trinken. Und zwar stilecht aus einem Bambuskrug. Und da brauchen wir nichts Geringeres als ein Stückchen Kokosnuss und eine Ananas. Denn was passt besser zu einem schönen Tag am Strand als ein Pina Colada? Manche von euch dürften wahrscheinlich noch nicht wissen, was das ist. Oder sollten es besser nicht wissen. Ein alkoholisches Getränk, wie man so schön sagt. Und jetzt nach so einem harten Arbeitstag würde ich sagen, suchen wir uns mal ein schönes Fleckchen irgendwo am Strand
wo wir uns mal ein bisschen ausruhen können. Denn, also wirklich, ganz ehrlich, so viel, wie wir jetzt in letzter Zeit geschafft haben, also wir haben hier ein bisschen, ja, da hätten wir einen kleinen Strand, aber vielleicht haben wir noch irgendwie ein bisschen Ozeanstrand oder so. Ja, ein bisschen gucken. Ah, hier haben wir ein Piratenschiffchen. Eigentlich ist das hier doch gar kein schlechter Strand, wenn man sich das mal so überlegt. Wir gehen gleich mal da drüben unseren Kollegen einen Besuch abstatten, aber erstmal wollen wir natürlich. Wir stellen mal hier unseren Sonnenschirm auf und dann, ich sage hier direkt da dazu, kleinen Liegestuhl. Sieht schon cool aus so. Und ins Wasser hauen wir uns unser Boot und ich will mal wissen, wir gehen mal eine Runde schnorcheln, wie es da so am Grund aussieht. Die werden uns ja nicht weiter behelligen hier. Ganz schön düster, irgendwie so richtig, weiß auch nicht, so richtig Urlaubsstimmung kommt hier nicht so auf. Also, ich weiß ja nicht. Ja, naja, so kann ich auch den Schnorchel wieder abziehen. Da im Wasser rum zu paddeln, das ist nichts. Aber wir können ja mal ein bisschen. Na, oder können es auch nicht. Huhu! Muss ja vielleicht das richtig ins Wasser legen. Allerdings wisst ihr was, die da drüben sind mir etwas suspekt. Dann probieren wir doch gleich mal unser neues Red Matter Sword aus. Und geben denen mal eine auf die Nüsse. Hey! Aua, nicht hauen. Ihr seht schon, das Red Matter Sword ist um einiges schwächer als mein übermäßig mächtiges Schwert, aber dafür kann ich Pfeile abwehren mit meinem Schild. Gut, nicht allzu viele, da. Naja, komm, machen wir das so. Jetzt, wo wir an Bord sind. Das mit den Pfeilen, warum kann ich nicht so viele abwehren? Ganz simple Sache. Hier haben wir übrigens, ihr seht, das sind so nicht die klassischen Steve, sondern das sind halt hier Freibeuter, Piraten an Bord. Und warum kann ich, was wollte ich jetzt gerade sagen? Warum kann ich nicht so viele Pfeile abwehren? Ja, wir haben uns für das goldene Schild entschieden und ja, das ist sehr mächtig. Aber wie mit den Standard-Goldwaffen eben auch, es ist halt nun mal aus Gold und geht deswegen auch relativ fix kaputt. Also, ja. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal in den Rumpf, wer da noch so zu Hause ist. In den Kajüten, ob da jemand da ist. Okay. Durch den Boden zu fallen, ist, glaube ich, nicht Teil des Plans. Okay, niemand da. Dann würde ich sagen, plündern wir die Truhen. Aha, ein Eisenschwert, noch ein paar Pfeile. Gut. Dann können wir auch hier wieder nach oben gehen. An Deck. Naja. Und wir haben hier gerade so einen herrlichen Sonnenuntergang. Ich würde sagen, ich pack mal schnell mein Zeug in die Taschen, was wir jetzt eingesammelt haben. So, und dann nutzen wir doch die Gelegenheit, setzen uns in unseren Strandstuhl und trinken gemütlich einen Pina Colada, während die mit dem Kerl da zuschauen. Schön, nicht? Bis darauf, dass wir wohl zu spät sind. Okay, gehen wir noch eine. Irgendwie wird es dunkel, ich weiß auch nicht. Wir könnten zwar jetzt hier noch eine Runde mit unserem Floß rumpaddeln, was sich irgendwie echt komisch steuert. Geh doch mal von dem Block da weg. Ja. Hallo. Also irgendwie. Weiß nicht, es hat auch schon mal besser funktioniert. Ey, hier geblieben. Naja, was soll's. Ich glaube, macht uns da unser Swift Tourist Ring einen Schnitt durch die Rechnung? Nö. Nee. Naja, egal. Wird jetzt eh dunkel. Ich würde sagen, das war zwar schon nicht schlecht, aber ich gehe nochmal nach Hause. Hol mir mal noch ein Pina Colada, beziehungsweise was können wir hier machen?
Wir können uns hier vielleicht mal ein bisschen Platz machen. Ich glaube ja nicht, dass ich was dabei habe in der Art. Nee, leider nicht. Naja, ich werde mal kurz nach Hause eiern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir mal noch ein Pina Colada geholt und noch ein paar extra Chunks und habe hier ein kleines Teleportationsnetzwerk aufgesetzt mit Thormcraft. Und ich möchte mal kurz was gucken, ob es nicht Saplings für Palmen gibt. Ja gut, das sind halt nur die von... Okay, doch, es gibt Palm-Saplings. Also die hier sind von Trees++, das weiß ich. Aber die hier müssten von Thormcraft selbst sein. Das heißt, wir könnten mal gucken, ob wir da nicht eine Palme finden. Allerdings, ich würde mich gerne an dieses Teleportationsnetzwerk hier binden können. Und wir haben doch da was Cooles entdeckt in unseren Thormonomicron, wenn wir uns richtig erinnern. Und zwar hatten wir das Void Bracelet gefunden. Und das ist ein Arcane Seal, eine Essence Air und Magic, eine Enderperle und einmal Eisen. Wir haben Air und Magic haben wir wohl nicht mehr. Also dann brauchen wir noch ein Beast Crystal. Wie ging das nochmal? Air, also Golden Nugget und Nitor. Okay, Nitor, Golden Nugget. Damit sollten wir schon mal unsere Essence Magic bekommen. Das ist schon mal das Erste. So, und dann ist die Frage nochmal, wie kriegen wir das Seal? Gold und Redstone. Können wir uns ja schnell bestellen, ha? Da sollten wir kein Problem damit haben. Gold, Redstone. Super. Superbe. So, also vielleicht hätte ich mir auch gleich mal den Rest noch bestellt. Das wäre sicher schlau gewesen. Eisen. Und eine Enderperle. Na, komm. So, diese ganzen Zutaten zusammen in einem Infuser und wir müssten genug Wies haben. Ja, haben wir. Sieht's hier aus, haben auch schon wieder ein paar zusammen. Ganz schön viele Tainted Crystals. Gibt uns unser Void Bracelet. So, jetzt packen wir erstmal das hier weg. Was kann man mit dem Void Bracelet Cooles machen? Wir können rechts klicken und sehen No Valid Destination Found. Na, das ist natürlich ein bisschen blöd. Da will ich nicht hin, ich will dahin. Wenn wir allerdings auf ein bestehendes Teleportationsnetz rechts klicken, also hier, zack, dann sehen wir, you've linked the bracelet to a new network. Und wir sehen jetzt hier unten, das ist blau geworden. Das hängt damit zusammen, wir haben uns gerade an das Wassernetz gelinkt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Feuer nehmen, dann seht ihr, es wird rot. Hier wird es lila und ich glaube, für unsere Bienen haben wir Air, nee, haben wir Earth, da wird es dann grün. So. Soll heißen, wenn wir uns jetzt an dieses Netzwerk hier linken, das blaue, und jetzt rechts klicken, dann kommen wir sofort zu einem der Portale. Wir sehen können, zack und zack und zack. Sowas ähnliches wie die Portal Gun, nur praktikabler. Also, ist ein sehr mächtiges Item, deswegen, ihr habt gesehen, es war recht spät in der Forschung erst zu finden, aber wenn ihr es mal habt, sau cool. Erspart uns im Prinzip komplett die Portal Gun zum Reisen. Wenn wir irgendwo sind, einfach das Bracelet benutzen und da wir hier den Strand und die Heimat sozusagen miteinander verknüpft haben, sollten wir da kein Problem haben. So, da ich jetzt ja gerade eben erfahren habe, dass man von diesen Bäumen durchaus Saplings bekommen sollte, würde ich mal sagen, ich schnippel mal einen so nieder. Dann kriegen ein paar Kokosnüsse. Ihr erinnert euch dran, um Kokosnuss-Chunks zu bekommen, müsst ihr Kokosnüsse mit dem Schwert runterhauen. Und da haben wir tatsächlich schon einen Sapling. Das ging ja fix. Dann warten wir mal noch, vielleicht kriegen wir noch einen zweiten. Wäre doch schön, da so ein paar Palmen zu haben. Denke ich mal.
Wahrscheinlich könnte ich es auch einfach mit der Hand runterklopfen. Okay, wir fliegen erstmal wieder kurz rüber. So weit war das ja nicht weg. Können wir schon mal einen Palmsetzling pflanzen. Ja, die Ölquelle habe ich aber nicht gesehen. Die ist aber nicht schön. So direkt neben meinem Resort. So, ich würde mal sagen, hier so. Da wäre doch eine Palme schön. Super. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Bone Meal. Das haben wir natürlich vergessen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob noch ein paar Saplings übrig geblieben sind. Ah, ein paar runtergefallen sind. Und das sieht nicht so schön aus, muss ich mal so gestehen. Das könnte schöner aussehen. Na? Haben wir noch einen? Ah, da oben haben wir noch ein paar bekommen, ne? Okay, zwei reichen mehr. Wir nehmen unser Void Bracelet, machen einen Rechtsklick und sind hier. Da wollte ich hin. Ich wollte nämlich gucken. Man kann generell Saplings lernen. Ich wollte nur wissen, ob man den lernen kann. Nein, die kann man nicht lernen. Die sind dann doch etwas zu speziell. Aber was wir auf jeden Fall mitnehmen können, was nicht zu speziell ist, ist, nein, nicht Asche. Asche haben wir bei Weitem genug. Naja, zumindest nicht in echt. Aber wer will schon. So, zack. Da sind wir wieder. Also, wenn wir hier eine Palme haben, dann können wir hier noch eine hinstellen und hier. So. Schauen wir mal, ob wir die Bone mealen können. Das können wir. Wunderschön. So. Ach, das ist doch herrlich. Bisschen unrealistisch mit dem Pinewood Forest im Hintergrund, aber ich wollte jetzt nicht ewig nach einer Wüste suchen. Also machen wir uns einfach eine schöne Palme. Einen schönen Palmenbereich hier. Super Sache, super Sache. Das ist wieder die falsche Kiste. Oh, lasst mich mal ein bisschen überlegen. Ich glaube, ein paar Sachen kann ich noch wegtun. Wir können ja unseren Clients da mal wieder laden, der ist ja auch... Da haben wir auch schon wieder eine ganze Menge drin. Ja. Super Sache. So, wo ist denn die Sonne momentan? Ja, ist so am Runtergehen langsam, würde ich sagen. Sie ist dabei, hinabzusteigen. Na, lassen wir das jetzt mal. So, ab zum Strand. Nochmal möchte ich mir den schönen Sonnenuntergang aber nicht entgehen lassen. Also. Pina Colada süffeln. Und oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Verdammt! Drifting into the tropics. Oh Mann! Ah, unter Wasser. Ah, ich will nicht ertrinken. Nein, nach oben, nach oben, nach oben. Ah, ah. Wie bin ich jetzt ins Wasser gefallen? Oha. Wo bin ich denn hier gelandet? Oha, was ist das denn? Aha. Hier wehen Blätter. Ganz viele Palmen. Wo bin ich denn hier? Meine Karte sieht auch seltsam aus. Aha. Und warum bin ich im Wasser aufgewacht? Bin ich etwa eingepennt und... Aha, ist eine Höhle. Okay, eine Kuh im Wasser. Und das Wasser, das sieht so komisch aus. Das ist so hell. Aha, okay, wir gehen mal wieder hier hoch. Mhm, was haben wir da? Eine Truhe. Machen wir mal das Zeug hier weg. Das brauche ich, glaube ich, auch jetzt gerade nicht mehr. Ich tue mal mit Schnorchel raus, also ist ja hier. Hab ich fast ertrinken lassen. Was ist das? Die Encyclopedia Tropica. Okay. Das ist ja interessant. Ja, die Bäume sehen auch irgendwie seltsam aus. Aber aus Trees++ sind die nicht. Okay, cool. Was haben wir da? Blumen. Red. Anthurium. Rotes Anthurium. Was haben wir da? Kokosmia. Aha. Eine Orchidee. Cool. Was haben wir denn da drüben? Was ist das denn? Ein Leguan. Aha. Und Fische. Ich würde sagen, wir gucken mal. Wir gehen mal ein bisschen schnorcheln. Wow. Das ist ja schick. Aha. Cool. Der Leguan schwimmt auch eine Runde. Coole Sache. Und das sind Affen.
ist ja schick. Klasse Sache. Okay, wo bin ich jetzt hergekommen? Ich möchte hier nicht... Weiß ja nicht hier, das hat ja seinen Grund bestimmt, dass ich da im Wasser mich aufhalte. Okay, gucken wir mal in das Buch rein. Encyclopedia Topica by Nigel Winthorpe. Okay, ein Klick, aha. Die Encyclopedia Topica ist die Quelle für Informationen über tropische Gegenstände, über viele tropische Gegenstände. Viele der tropischen Gegenstände. Es wurde mit magischer Tinte geschrieben, sodass das Buch sich selbst schreibt, sobald man etwas Neues einsammelt. Neue Einträge werden blau markiert und man kann durch die Seiten blättern, indem man an den Seiten hier auf die Symbole klickt. Gegenstände, die herstellbar sind, werden eine Herstellungstabelle haben. Aha, also der Bambumark. Da, aha, cool. Da kann man sehen, was man draus herstellen kann und wie man es herstellt. Anthurium Red. Die starke rote Farbe dieser Blume hat ein orangenes Gegenstück. Mhm. Okay, Beach Float. These uncontrollable floats allow the gentle current of the tropics to move you. Aha, also die sind nicht kontrollierbar, das ist klar. Und man kann dann sich hintreiben lassen. Schön, schön. Ja, meine Freunde. Ihr wollt, dass ich in die Tropen gehe? Hier bin ich. Natürlich weiß ich ganz genau, wo ich bin und was ich mache. Aber wisst ihr das auch? Falls ja, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Minecraft Mods. Und bis dahin viel Spaß und tschö.